Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Landschaftsfotografie-Reihe hier auf dem Kanal. Solltest du die erste Folge nicht gesehen haben, geh doch super gerne noch ein Stückchen zurück und guck dir mal noch die Folge 1 von dieser Reihe an. Da habe ich auch genau erklärt, warum es diese Reihe geben wird und wie sie ablaufen wird. Heute wird es um das Thema Licht gehen. Wenn dich das interessiert in der Landschaftsfotografie, dann bleib jetzt unbedingt dran. Schön, dass du mit dabei bist hier bei der zweiten Landschaftsfotografie-Folge von dieser Reihe Landschaftsfotografie hier auf dem Kanal. Und da wird es eine ganze Reihe von Folgen geben, also sicherlich sowas 10 bis 15, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe auf alle Fälle mal so 15 in meinem Pad geschrieben und ich bin gern bereit, weitere Themen zu ergänzen, wenn ich feststelle, es gibt Bedarf an weiteren Themen und mir fallen Dinge ein, die ich dir noch mitgeben kann. Insgesamt geht es immer um die Landschaftsfotografie und heute soll es um das Thema Licht gehen. Denn eine der wichtigsten Zutaten in der Fotografie ganz allgemein, aber ganz besonders auch in der Landschaftsfotografie, ist Licht und damit auch Schatten. Ja, ganz, ganz wichtig. Gerade in der Landschaftsfotografie sind oft Schatten wichtig und die entstehen eben dadurch, dass Licht irgendwie reinfällt. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Lichter, die so in der Landschaftsfotografie relevant sein können, aber das gängigste, muss man sagen, ist natürlich die Sonne. Es gibt aber auch Mondlicht-Landschaftsfotos, ja, ohne jeden Zweifel gibt es Nachtaufnahmen mit Mondlicht. Es gibt natürlich auch künstliches Licht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Erstmal kümmern wir uns um das Natürliche. Und da muss man ganz klar sagen, es hängt sehr viel davon ab, wie intensiv ist das Licht. Ja, weil das wirst du kennen, wenn die Sonne am Zenit steht und dir eine Umgebung ist relativ hell, sagen wir mal, du bist in einer Gegend, da ist relativ hell gelber Strand und dann relativ türkisfarbenes Meer und dazu scheint die Sonne sehr von senkrecht von oben, dann hast du halt eine sehr, sehr hohe Lichtmenge, also eine sehr, sehr hohe Lichtintensität und dann kannst du bestimmte Blenden vielleicht gar nicht mehr verwenden, also besonders offene, um so richtig mit der Schärfentiefe zu spielen, weil eben einfach viel zu viel Licht da ist. Das heißt, die Lichtintensität ist ein entscheidender Faktor dafür, wie kann ich meine Kamera überhaupt noch bedienen und zu der Technik kommen wir auch in einer späteren Folge noch, gleichzeitig aber auch, wie sieht mein Bild aus? Ja, also ist die Lichtintensität hoch, dann ist in aller Regel, wenn du zumindest mal den Kamerabelichtungsmesser benutzt und das einigermaßen Richtung Mitte und die Kamera sagt, so ist es okay, belichtest, auch eher hell. Ja. Zweite Dinge, die beim Licht ohne jeden Zweifel wichtig ist, ist die Lichtrichtung. Ja, die Lichtrichtung ist sehr, sehr häufig entscheidend dafür, wie das Bild wirkt. Sonne im Rücken sieht halt ganz, ganz anders aus als Gegenlicht. Und Streiflicht, also Licht von der Seite, wirkt nochmal ganz anders. Wo sind so die Vor- und Nachteile? Der Vorteil von Sonne im Rücken, und das ist ja so eine klassische Regel aus den 80ern, ne? Wenn du Fotos mit Sonne im Rücken gemacht hast, dann hattest du eigentlich immer ein irgendwie okay belichtetes Foto, beleuchtetes Foto auch. Sonne im Rücken bedeutet halt, das Licht ist eher flach, weil wenn die Sonne so schräg hinter dir steht, also so quasi von über deinem Kopf in Richtung Motivfeld, dann ist das Licht immer eher flach, weil du hast wenig Konturen. Wenn das Licht von der Seite kommt, ist ja die eine Seite hell, da fällt das Licht drauf von dem Motiv und die andere ist dunkel, da fällt das Licht nicht drauf und dann macht das Motiv auch noch einen Schatten. Sagen wir mal, so ein Baum auf einer Wiese wirft dann einen Schatten, ja, aufgrund von seitlichem Licht. Und Gegenlicht? Gegenlicht sorgt natürlich dafür, dass das Motiv an sich vielleicht sehr dunkel wird auf deinem Foto, weil der Kamerabelichtungssensor sagt, da hinten ist Gegenlicht, der ganze Himmel ist hier hell, jetzt regle ich mal die Belichtung runter und dann ist zu wenig Licht für dein Motiv da. Aber was heißt schon zu wenig Licht? Der Extremfall, der da passieren kann, ist ein Scherenschnitt, also dein Motiv ist komplett schwarz und der Himmel ist eben durchzeichnet. Aber da gibt es natürlich viele Nuancen dazwischen und kommen wir gleich zu. Je tiefer die Sonne steht, also vom Winkel abhängig, desto mehr kannst du vielleicht auch im Gegenlicht arbeiten. Die spannenderen Lichtrichtungen sind auf alle Fälle Streiflicht und Gegenlicht. Und Sonne im Rücken ist eher so der Notnagel, wenn gar nichts mehr geht. Natürlich gibt es unterschiedliche Lichttemperaturen. Es gibt warmes Licht. Ja? Viele von euch haben es wahrscheinlich gehört, der goldene Oktober. Ja, der goldene Oktober, wie klingt der? Genau, der klingt, als würde es goldenes Licht geben. Der klingt so, weil im Oktober das Licht sehr warm ist. Es ist der Grund, weshalb wir im Oktober in die Toskana auf Fotoreise fahren, jedes Jahr immer wieder, weil auch in, ich sag mal, Mittelitalien
das November, das Oktoberlicht, das Oktoberlicht eben sehr schön warm ist, solange auch da die Sonne nicht so ganz weit oben am Himmel steht, sondern eher ein bisschen niedrig. Also es gibt warmes Licht und es gibt natürlich kühles Licht, kaltes Licht. Ja? Besonders so an Wintertagen, an bewölkten Wintertagen ist die Farbtemperatur des Lichts oft eher so ein bisschen kühl. Dann kriegst du halt auch eine ganz andere Stimmung ins Bild. Das habe ich mehrfach gesagt, das hängt auch an dem Winkel, wie das Licht steht. Klar, wenn das Licht niedrig steht, werden die Schatten länger. Wenn die Sonne gerade hinter dem Horizont verschwunden ist, gibt es das Scherenschnittproblem nicht mehr ganz so sehr, weil dann ist die Sonne an sich aus dem Bildausschnitt raus im Gegenlicht und nur noch Restlicht am Himmel, dann wird das Scherenschnittproblem geringer, was du sonst vielleicht hättest. Ja, also das sind alles Dinge, die natürlich deutlich helfen, mit Lichtstimmung zu arbeiten. So ein Tipp, den ich erst an einer Stelle überhaupt jemals gegeben habe, außer auf Reisen, ja, aber so halb öffentlich, sage ich mal, ist, wenn die Sonne nach da untergeht, also da, wo jetzt die Kamera hängt und wo ich hinschaue, geht die Sonne unter, dann macht es richtig viel Sinn, 10 Minuten später mal nach rechts und links zu gucken. Meistens hat man in Sonnenuntergangsrichtung so einen Orangeton. Ja, das ist so ein klassischer Orangeton von der untergehenden Sonne und der bleibt je nachdem, welche Jahreszeit, wo das ist und wie die Sonne untergegangen ist und ob da noch Wolken hinter dem Horizont sind oder nicht, bleibt auch eine Zeit lang erhalten. Aber dann ist mein Tipp, guck mal 90 Grad nach rechts oder nach links. Warum? Da ist meistens Magenta. Und die meisten sind so fasziniert von dem, was beim Sonnenuntergang passiert, dass sie das vergessen. Und fotografieren immer weiter in diese Richtung und sehen das andere gar nicht. Und wenn du das weißt, kannst du dir auch mal ein Motiv suchen, was eben nicht genau in Sonnenuntergangsrichtung ist, sondern du positionierst dich zum Sonnenuntergang schon genau so zu deinem Motiv, dass das eben 90 Grad zur Sonne ist. Dann hast du keinen Sonnenuntergangshimmel im klassischen Sinne, sondern einen sehr schönen magentafarbenen Himmel, der auch sehr schön aussehen kann. So, jetzt ist Licht natürlich abhängig in der Landschaftsfotografie vom Wetter. Ja? Also wenn es bewölkt ist, hat man diesen großen Diffusor, eine sehr große Softbox, einen Himmel, der das Licht weich zeichnet, der dafür sorgt, dass eben keine harten Schatten sind. Da ist dann auch schon fast egal, aus welcher Richtung das Licht kommt, um von hinten im Gegenlicht oder Streiflicht. Das sieht alles doch sehr, sehr ähnlich oft aus. Sonne habe ich eben schon so ein paar Dinge zu gesagt. Sonnenlicht ist halt ein sehr, sehr hartes Licht. Licht wird umso härter, je kleiner die Lichtquelle. Die Sonne ist nicht besonders klein und je weiter sie weg ist. Und die Sonne ist verdammt weit weg, das heißt, sie ist betrachtet auf uns Menschen hier auf der Erde eine sehr kleine Lichtquelle und damit macht sie ein sehr hartes Licht. Es gibt natürlich auch tolles Licht bei Regen, ja, also es gibt ja ganz oft Licht, wo dahinter dem Regen noch Licht ist oder wo in den Regen Licht reinfällt. Es regnet schon, aber es scheint auch die Sonne, ja, schöne reflektierende Regentropfen. Natürlich gibt es auch spezielles Licht bei Schnee. Ja. Dann gibt es oft so gedämpftes Licht. Da ist nicht nur der Ton gedämpft durch den Schnee, sondern auch das Licht gedämpft. Nebel, ja. Stell dir alles das so vor, was es so an Wetterphänomenen gibt. Die machen alle natürlich irgendwie ein eigenes Licht und auch alle ein Licht, was für die Landschaftsfotografie relevant und interessant sein könnte. Jahreszeit habe ich eben schon mal gesagt. Jahreszeit spielt natürlich auch eine Rolle. Hängt auch ein bisschen davon ab, wo man gerade wohnt und wo man auf dieser Erde unterwegs ist. Aber natürlich, das weiß auch jeder, im Frühjahr und im Herbst ist das Licht ein anderes als im Sommer und im Winter. Im Winter ist halt oft kalt aufgrund von viel Bewölkung und relativ kühles Licht. Im Sommer ist oft sehr hartes und auch nicht so richtig warmes Licht, außer bei Sonnenauf- und Sonnenuntergängen. Und im Herbst und im Frühjahr ist das Licht eher so ein bisschen weich. Im Frühjahr gemischt mit sehr kräftigen Farben aufgrund von, da sprießen gerade so die Blätter und so ein Kram. Und im Herbst mit einer sehr schönen Farbwelt, die dann eben auch mit Laub und so versehen ist. Also wo so ein bisschen diese warmen Töne auch noch in der Natur vorhanden sind. Und deswegen harmoniert das auch sehr gut. Deswegen gefällt vielen Menschen Indian Summer so gut. Ja, weil das eben so aussieht, wie es aussieht. Schatten habe ich schon gesagt. Schatten sind wichtig. Schatten, Scherenschnitt ist es extrem, aber Schatten, die zur Seite fallen, sind wichtig. Schatten bringen Tiefe ins Bild. Schatten können auch vom Motiv nach vorne fallen, um so ein bisschen Sogwirkung im Bild zu erzeugen. Das ist alles gut. Schatten sind sicherlich eine wichtige Sache. Und theoretisch kannst du natürlich auch künstliches Licht nehmen. Ja, du kannst natürlich mit einer Taschenlampe irgendwas anleuchten, die Landschaft ausleuchten. Dann hat die Landschaft die Farbtemperatur, die deine Taschenlampe hat. Machst du eine gelbe Folie vor, ist das Licht wärmer, als wenn du eine LED-Taschenlampe nimmst, die eben kaltweiß ist. Du kannst Lichtspuren nutzen in der Landschaftsfotografie. Also viele kennen so Passfotos oder auch andere Landschaftsfotos, wo einfach Lichtspuren irgendwo von Autos oder anderen Verkehrsmitteln, vielleicht auch Flugzeugen oder eben Schienenverkehr, fahren und man hat die mit ins Bild eingebunden. Das ist künstliches Licht in der Landschaftsfotografie.
Oder Zivilisationsbeleuchtung, ja. Also die Städte, Orte und so weiter, die leuchten sehr, sehr weit. Man glaubt immer, ach, die sieht man nicht. Ich habe mal in der Lüneburger Heide den Perseidenschauer mit Fotofreunden fotografiert. Das ist Jahre her. Und da konnte man bei Undeloh das leuchtende Restlicht aus Lüneburg sehen. Und das war 60 Kilometer weg. Ja, das leuchtet eben noch am Horizont. Da fällt eben Licht rein. Also es gibt natürlich auch künstliches Licht in der Landschaftsfotografie. Ein ganz dringender Hinweis auf unsere Fotoreisen. Wie du sicher weißt, bieten wir Fotoreisen an in die ganze Welt und natürlich auch innerhalb Deutschlands. Da würde ich dich bitten, einfach mal unsere Webseite zu besuchen oder oben auf die Infocard zu klicken. Da findest du eine Übersicht aller Fotoreisetermine, die aktuell geplant sind. Buche dich super gerne dort ein und dann freue ich mich wahnsinnig, mit dir gemeinsam irgendwo auf dieser Welt zu fotografieren, eine gute Zeit zu haben und natürlich lernst du dabei auch noch was. Ich hoffe, wir sehen uns. Was ist mein Fazit für dieses Kapitel Licht in der Landschaftsfotografie? Und so ein paar Bilder hast du ja währenddessen auch eingeblendet gesehen. Wie das Foto aussieht und wie das Hauptmotiv, und manchmal ist ein Hauptmotiv ja die gesamte Landschaft, die man sieht, das Motiv, aber wie das Hauptmotiv auf den Betrachter wirkt, hängt essentiell von Licht ab. Ja? Dasselbe Motiv kann in vier verschiedenen Jahreszeiten sehr unterschiedlich wirken. Dasselbe Motiv kann bei drei verschiedenen Tageszeiten, Sonnenaufgang, Mittags- und Sonnenuntergang, sehr, sehr unterschiedlich wirken. Und es ist deine Aufgabe als Landschaftsfotograf, entweder das rauszufinden, was dir am besten gefällt, das wäre so eins, wenn du für dich fotografierst, dann nimmst du natürlich das, was dir am besten gefällt. Und wenn dir mittags in der prallen Mittagssonne das am besten gefällt, dann nimmst du pralle Mittagssonne mittags. Das kann ich dir nicht vorschreiben. Aber wenn du so sagst, ich möchte auch, dass eine große Menge das gefällt, dann machst du vielleicht die Regel zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei und vielleicht ist es morgens oder abends. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber das ganze Bild wird sehr, sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem bei welchem Wetter, bei welcher Tages- und Jahreszeit und damit bei welchem Licht du es abbildest. Vielleicht hast du ja solche Serien geschossen, dasselbe Motiv bei vier unterschiedlichen Jahreszeiten oder dasselbe Motiv bei unterschiedlichen Tageszeiten. Poste die Links super gerne in die Kommentare. Wenn dir die ganze Landschaftsfotografie-Reihe hier gefallen sollte mit dieser zweiten Sendung, dann gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und teile diese Folge vielleicht auch mit deinen Freunden. Also poste sie bei Facebook, Twitter oder wo auch immer du vertreten bist. Von mir ist auch bei LinkedIn, ja, wenn du da viele Foto-Business-Kontakte hast, also Business-Kontakte, die fotografieren. Denn so wird die ganze Reihe und der Kanal bekannter und ich habe noch viel mehr Spaß daran, hier möglichst viele weitere Folgen zu diesem Thema, aber natürlich auch wie immer zu den anderen Themen zu drehen. In diesem Sinne, geh raus fotografieren, gerne auch Landschaftsfotos und dann immer schön dran denken, wir zwei, wir sehen uns wieder. Macht's gut und auf bald. Tschüss.